So, nach 17 Tagen wieder hier, schwimme, chille, lebe, genieße. Und man merkt nach dieser Zeit, es hat sich krass verändert. Beim letzten Video, da war es noch nicht richtig grün. Das bisschen halt. Aber es wirkte noch wie März. Da merkt man jetzt einen krassen Unterschied. Und es ist heute auch echt krass heiß. Also heute, der 20. April, ein Freitag, Birthday von Adolf. Ah. Ja, es wirkt natürlich wieder positiver. Das ganze Grün, die ganzen positiven Farben. Weniger grau. Und es wirkt sich natürlich auch auf meine Psyche aus. Und es reduziert dann auch wiederum meine psychosomatischen Beschwerden etwas. Naja, gering. Körperliche Beschwerden sind immer komplexer, ja. Und vor allem chronisch sowieso. Und normal hätte ich noch einen Pressetermin gehabt bei der ARZ. Wegen der Vermüllung von diesem Naturdenkmal hier. Aber bis jetzt kam noch nichts. Aber ich merke einen Unterschied. Also der Müll an der Parkbucht ist weniger geworden. Und es stand auch letztens ein Container da, der wieder weg ist. Also mein Beitrag hat doch Positives bewirkt und die waren mir auch von der Presse sehr dankbar. Aber ob es dann doch noch zu dem Termin kommt, werden wir noch sehen. Für mich ist es halt totales Neuland. Ha! Also wenn man das jetzt mal so vergleicht mit Anfang des Monats oder Januar, krasser Unterschied. So schnell kann es gehen, auch wenn der Frühling mal später dran ist. Der ganze März war ja kalt. Anfang des Monats zum Teil auch. Außer der Tag, wo ich mal hier war. Das Wasser ist auch etwas zurückgegangen. Aber, ja, yeah. Guckt euch das mal an. Das ist doch geil. Sowas sieht man doch immer wieder gerne. Fast zu schade zum Reingehen. Was ich normal auch nicht sollte. Aber ich bin sowieso einer von wenigen, der überhaupt mal hierher kommt. Also, ist jetzt nur einmal getroffen hier. Besitzer, der hat auch nichts dagegen.
Auch top gekleidet für heute. Jo, einmal kurze Pause. So, und weiter geht's. Ja, also Angler habe ich bis jetzt hier auch keine gesehen. Aber es sollte auch nicht sein in einem Naturdenkmal. Yeah. Ah, die andere Seite ist jetzt auch nicht so weit. Was ist ein Jesus auf dem Wasser? Wer kann es mir sagen? Ein Wasserläufer. Ja. Yeah. Das Wasser tut so gut an so einem heißen Tag. Das ist Therapie. Und hier, sogar hier schwimmen die rum. Spirituelle Kräfte sammeln, mit allem im Einklang. Und hier. Also jetzt mal im Vergleich zu dem Siffsee, der letztendlich total ekelhaft für mich war. Ich habe sogar Juckreiz gehabt, aber das war auch nur eine Art Dschungelprüfung. Ja, schlecht ausgedrückt. Therapie. Also das Wasser hier, das sind Welten. Also relativ sauber und viel kälter. Das kann an der Tiefe liegen. Und ja, der Kiesboden, der macht auch was aus. Huh, Kibbe. Seltene Flora- und Faunaarten. Man hört es auch an den Vögeln schon. Auf der anderen Seite, die Halbinsel, da versteckt sich gerne das Wild. Es ist herrlich. Ja, also hier ist es schon gut. 1,50 tief. Wie es in der Mitte wohl ist. 4 bis 5 Meter. Paradies. Mit einem Haufen Paradiesvögel. Schwimme, chille, lebe, genieße. Was ein nice Genießertag. Genießer-Weekend. Nice Friday.
Yummy.